Die Wemex sind Holzköpfe wie du und ich. Im Ernst, sie sind ganz und gar aus Holz. Und sie sind sehr eitel. Ihr Holz gefällt ihnen nicht und deshalb verstecken sie es unter pompöser Kleidung. Der schrille Cesario sorgt dafür, dass das so bleibt. Er verkauft die teuren Kleider und verdient damit ein Vermögen. Die Wemex lieben und hassen ihn. Schon immer wird der junge Punchinello wegen seiner zu großen Hände gehänselt. Heute will er das ändern und kauft sich von seinem hart verdienten Geld ein paar Handschuhe. Doch schnell wird klar, er verträgt als einziger in ganz Wemmingen die Kleidung nicht. Während alle anderen Wemmicks sich über Punchinello lustig machen, fürchtet Cesario, dass dieser kleine Wemmick ihm und seinen Plänen gefährlich werden könnte. Punchinello flüchtet und trifft auf die mutige Lucia, die eine Gruppe von Rebellen anführt. Gemeinsam planen sie einen Aufstand gegen Cesario. Doch dafür brauchen sie die Hilfe von dem mysteriösen Holzschnitzer Eli.